Wir sind hier heute in der Asklepios Klinik Nord in Hamburg, eine ganz besondere Einrichtung, die mich auch mit diesem Haus verbindet. Ich war hier selber geschäftsführender Direktor bis 2012 und diese Klinik hat eine besonders moderne Sterilisationsanlage. Sag mir, was macht den Steri in der AK Nord aus? Den Steri in der AK Nord macht es aus, dass es maximal mögliche an momentan auf dem Markt befindlicher Robotik im Einsatz hat, inklusive ein paar Features, die wir eigentlich mitentwickelt oder eingebaut haben. Macht das den Steri-Prozess besser, schneller, weniger menschliche Arbeitskraft oder was macht es? Es macht es besser, es macht es sicherer und es hilft den menschlichen Arbeitskräften, die Prozesse etwas einfacher zu gestalten. Kannst du uns eine Vorstellung geben, welche Mengen an Sterilgut hier jeden Tag aufbereitet werden? Also im Moment reden wir ca. von 400 verschiedenen Sets oder Sieben, Operationssiebe, oder wenn wir das auf Einzelinstrumente berechnen, so ca. 20.000. Pro Tag. Pro Tag. Genau. Wir reden von Tagen, genau. Das heißt, aufs Jahr gesehen sind es ein paar Millionen. Wie viele Häuser werden versorgt von dieser Anlage aus? Im Moment versorgen wir über diese Anlage unser Haus in Bad Oldesloe, unser Haus Wandsbek und noch eine kleine MVZ. Die Anlage könnte noch mehr? Die Anlage könnte noch viel mehr. Hast du dich in der Zeit erst mit Robotik angefreundet in den Prozessen oder wie bist du zu der Robotik gekommen? Ja, wir haben das gemeinsam damals. Also ich sollte ein paar Ideen liefern und dann gab es von dir und den Kollegen den Auftrag zu schauen, was an Robotik geht, was der Markt hier gibt und die gesetzliche Lage, weil es ist immer relativ. Man muss sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und dann haben wir uns tatsächlich über den Markt oben drüber geschaut und haben das als eine ideale Lösung gefunden, die wir im Nachhinein auch genauso sehen und sogar noch weiter fördern. Was glaubst du, wo die Entwicklung noch hingeht? Noch mehr Technik, noch mehr Roboter, keine menschlichen Arbeitskräfte mehr? Das wird schwierig, da ja die Grinko B-Farm sagt, der Mensch muss das Instrument in die Hand nehmen und prüfen, damit man auch wirklich nachweisen kann, also gepflegt, sauber erfolgt, das wird erfolgen, aber es wird immer mehr Robotik zum Einsatz kommen. Also das heißt, den Logistikprozess, Ablaufprozess, da wird es noch mehr Technik geben. Also wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, also falls wir demnächst weitermachen wollen, wollen wir auch zusätzlich Roboter einsetzen, um bestimmte andere Dienste im Steri dann auch mit abzubilden. Was ist die größte Herausforderung, der Umstellungsprozess für ein Krankenhaus, wenn es auf eine dezentrale Aufbereitung geht oder der Umstellungsprozess auf Roboter? Wo würdest du sagen, liegt die Herausforderung? Es ist beides gemeinsam mega anstrengend, wenn man das so sagen darf, aber dafür machen wir es. Da ist ja sehr viel Vorarbeit. Also es hilft nur, wenn es standardisierte Siebe sind, wenn es Siebe sind, die nicht so komplex sind. Also je einfacher wir das machen, desto effizienter die Robotertechnik ist. Auf der einen Seite. Und das Dezentrale, also da verfolgt uns immer das Thema der Mitarbeitergewinnung, also wie viele Mitarbeiter habe ich, wie ist der Bestand und dann wird es das Thema immer geben. Und das heißt, wenn wir das Know-how konzentrieren, werden wir immer weiter uns in die andere Richtung entwickeln. Okay. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke.